Go. Hi Leute und willkommen bei einem neuen Projekt von Craftinator? Okay. Es Und geht. ja, okay, ein bisschen Einsatz, ein bisschen komisch. Ihr seht schon, ihr seht hier statt einem Bildschirm diesmal zwei. Wahrscheinlich. Und was könnte das bedeuten? Seh, was möchtest du das erklären? Also, ja, wir haben so eine Art neues Projekt, das nennt sich One-on-One und das ist halt so, dass wir gegeneinander in einem Spiel ein Ziel haben und das parallel verfolgen, deswegen halt auch der Splitscreen. Wahrscheinlich wird Kai das bearbeiten und mir dann geben und ich werde es genauso hochladen. Die Parts gehen immer 10 Minuten und wir haben uns jeder die gleiche Welt mit dem Seed 500. Das heißt, wenn ihr, ich kann es ja mal kurz slash Seed eingeben, damit ihr auch, da seht ihr Seed 500, den könnt ihr gerne mal eingeben und selber gucken. Auf jeden Fall wollen unser Ziel in Minecraft ist es, den Ender Dragon zu besiegen und ihr könnt euch sicherlich denken, dass das nicht ganz einfach ist wegen dieser ganzen scheiß Enderperlen, die man da auf dem Weg verbraucht, um dieses Teil zu Boah, das ist finden. sowas von RNG. Ja, das wird Boah. krass. Aber ansonsten, der Rest geht eigentlich. Okay, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt nach einer Minute der Achso, ich Aufnahme. habe schon längst angefangen. Ey, du Okay. Spaten, Hurensohn! Nein, Ja, Spaß. okay, ich bleib 20 Sekunden stehen. Ja, ich krieg Strafe, sehr gut. Okay. Ich schwimme erstmal zu dem Zuckerrohr. Was? Wo hast du hier Zuckerrohr? Ja, und wir spielen auf normal, also, und wir haben Keep Inventory an, weil wir wollen halt sozusagen, das heißt, wenn ein Tod, dass er uns nicht zurückwirft, weil es wäre scheiße, wenn wir sozusagen richtig weit wären, dann sterben. Und dann müssten wir alles Ja, wenn normal du beim machen. Ender Dragon selber stirbst. Ja, das wäre halt, weil dann werden wir halt nur in unsere Welt respawnen und müssen dann irgendwie zum Ende zurückfinden. Deswegen werde ich auch einen Tipp dafür finden, den ich jetzt nicht sage, weil sonst hätte keiner den direkt mitgenommen. Aber egal. Ja. Deswegen, also wir werden durch Hunger, kann man glaube ich da nicht sterben. Also es ist jetzt nicht so hardcore. Und wenn ihr wollt, dass wir auf hart spielen, was ja eigentlich auch ginge, weil dann stirbt man halt auch fast nur von Hunger. Und dann sind die Gegner ein bisschen Aber dann stärker. wird Welt gelöscht. Nein, nicht auf hart. Nicht Ach so, auf hardcore, sondern hart. hart. Weil das ist ja, Okay. ging ja noch, ohne dass wir für immer tot sind. Und wenn ihr das wollt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ja, das wäre nett, danke. So, und jetzt, ich fange mit dem übelsten Mainstream-Scheiß an, den jeder in Minecraft kennt. Na, erstmal Holz fahren, ne? Nee, ich baue schon mir gerade eine Dia-Rüstung. Ich brauche mir gerade ein Achso, chillig, Haus. Alter. Läuft bei dir auf jeden Fall. Das war ein Scherz. Nee, meins aber nicht. Ich sehe da hinten ein. Das ist ein Kaninchen, Alter, bei mir auf der Insel. Voll lustig, Digga. Voll lustig. What the hell? Du brauchst ein Kaninchen. Ich hab's einfach nur gesehen und außerdem kann man es, glaube ich, töten. Und dann kriegt man, glaube ich, so ein bisschen Fleisch. Man weiß es nicht. Ja, also es ist jetzt nicht so ein krasses Projekt, wo wir uns gegenseitig so richtig auf Leben und Tod bashen, aber vielleicht wird es das irgendwann mal geben, dass wir uns auf Leben und Tod bashen. Haha. Wer weiß. Wir können auch irgendwann mal machen, dass wir auf einem Server sind bei Minecraft und da irgendwas erreichen wollen. Also so eine Art 1 gegen 1 Survival Games. Das gibt's auch. Es wird sicherlich auch, oder so ein Jump'n'Run gegeneinander, aber ich weiß nicht, ob ich darauf Bock habe, weil Jump'n'Run sind echt größte Adventure-Map. Scheiße. Also finde ich. Was meinst du als Adventure-Map? Ja, also Adventure ginge noch, aber so Kill-Adventure-Maps, wo man so Leute Sachen killen muss, das ist cool, aber so Jump'n'Run weiß nicht, ob man das gegeneinander so gut machen kann, weil das bockt nicht so. Nee. Ja, also bin ich auch nicht wirklich gut drinne. Ja gut, dann macht's ja fast schon wieder Sinn. Naja, und So. auf jeden Fall, Minecraft wird auf jeden Fall auf deinen Kanal kommen, aber wir werden auch andere Spiele spielen, also sind in Planung, zum Beispiel GTA San Andreas. Ja, und da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das auf meinem bringe, aber das ist ja relativ egal, weil. Ja, ansonsten bringe ich es halt auf meinen. Ja, genau. Und das ginge ja dann auch ganz gut. Jetzt brauche ich noch das hier und dann mache ich mir direkt Boah, das. ich nehme gerade mit 100 Frames auf, Alter. Ja, ich auch, ich bin gerade im Inventory. Aber ich bin auch ohne, wenn ich mich nicht bewege, habe ich auch 100, also 99, oha. Scheiße, bin ich underframed, Alter. Ich muss schnell meine. Oha, Junge. Übrigens, Scheiß Hase, hat mir nur XP gibt gegeben. einen Speedrun für Minecraft, also bis zum Ender Dragon zu kommen. Und der liegt, glaube ich, bei 38 Minuten oder so bei irgendeinem Japaner. Ja gut, glaubst du das ernsthaft, dass wir das schaffen? Nein. Okay gut, dann sind wir. Das Alter, bei muss. mir spawnen auch nur Hasen und die bringen nicht mal was, die Scheiße. Oh doch, ich habe einen Hasenpelz bekommen. Geil. Ich What weiß the nicht, was der. hell? Ich weiß nicht, was der kann, aber ich habe einen Hasenpelz. Ist chillig. Tja. Ist chillig. Mhm. So, ja, und ich sollte mir auch unbedingt hier schon mal ein bisschen Ausrüstung machen. Ah, die Welt ist echt interessant, also der Seed. Viel Wasser, das ist immer super geil, um den Ender Dragon zu finden. Oh Gott. Ich schwöre, Ja, was. erstmal überhaupt Endermans finden, ne? Wir Ja. müssen ja die ganzen Enderperlen und sowas
Ja, auf jeden Fall. Das wird echt krass. Aber deswegen, das wird sich ziehen, glaube ich. Also vermute ich stark. Und Ist ja egal. dadurch, dass wir in der gleichen Welt sind, haben wir halt auch die gleichen Chancen, das zu finden. Weil es hätte ja sonst sein können, dass wir beide eine random Welt spawnen. Und zum Beispiel ich kriege eine Welt, wo ich dann direkt neben dem Enderportal auf oder ganz in der Nähe vom Endportal spawne. Das wäre ja irgendwie scheiße. Kann man Oh sich dann nicht ja. mal denken. Und von daher macht das alles Sinn. Kann man diesen Pelz essen? Nee, kann man nicht. Schade, aber auch. Überall nur Hasen. Überall nur Hasen, ey. Ich krieg's. Ich Hast du krieg's. Kohle gefunden? Ey, Kohle, ja. Pff, du. Ja, ist auch wichtig für den Ofen und so, ne? Naja. Muss man halt Klaro. finden. Oh, und ich glaube, Kies sollte man sich auch mitnehmen für ein Feuerzeug. Doch, das ist eine gute Idee, aber ich muss mir erstmal noch ein paar Steinchen holen. Sind das denn die normalen? Kann ich die. Ja, das Kabel ist noch. Ach, ich hab mit dem Texture Pack habe ich noch nie Survival gezockt. Also so einfach so zocken. Ich habe das ganz normale Standard Texture Spasti, Pack. ey. Ich habe auch noch ganz viele Ja, andere, wenn wie du ihr willst, seht. lade ich mir auch ein anderes runter. Also das ist kein Das ist mir Problem. relativ egal, du kannst es gerne machen. Es ist einfach nur Aber ein. was bin ich eigentlich voll dumm? Ich grabe mich straight runter, aber wenn man das macht, ist man schneller auf eine Lavagrube, als man keine Ahnung was sagen kann. Ja, das Das ist stimmt. Übliche, du Wir weißt könnten schon. ja vielleicht, ja genau, wir könnten ja vielleicht machen, dass wenn einer, also wir nehmen immer zusammen auf, damit wir auch wirklich dauerhaft beim gleichen Dingen sind und das heißt, wenn einer gewinnt, dann ist der andere direkt dabei, weil sonst ist das irgendwie auch scheiße, denke ich mal. Ja. So ist der Plan. Und ich würde auch sagen, dass wir irgendwie, also der Tod wird zwar an sich jetzt nicht bestraft, aber dass wir irgendwie so machen, dass wenn einer stirbt, dass er 2 Minuten oder so einfach stehen bleiben muss beim Spawn. 2 Minuten? Ja, einfach Können wir zwei nicht Minuten. lieber 1 Minute? Kai erwartet schon viele Tode deswegen, aber ja, okay, komm, 1 Minute. Aber wirklich 1 Minute musst du dann da stehen bleiben, egal was passiert. Okay. Ich mache mir erstmal ein paar Fackeln, weil ich sehe hier überhaupt nichts. Boah, ich Jo. grabe mich einfach nur die ganze Zeit irgendwo runter, in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Ich glaube, macht man so in Minecraft. Ja. Ist so eine starke Vermutung von mir. Wir haben auch schon 7 Minuten, das heißt, wir können gleich die erste Folge beenden soweit. Ja, cool, bist du weit gekommen? Warte mal, auf welcher Höhe kann man nochmal auf irgendwelche Minen und so stoßen? Ich glaube auf 15, oder? Was, also du meinst diese Minenschicht oder? Puh, keine Ahnung, Ja. Digga. Genau. Da bin ich echt Also noch. gut, dann beginne ich jetzt mal mit dem Straight Mine, in der Jo. Hoffnung, irgendwas Gutes zu finden. Ja, ich beginne erstmal noch eine Höhle zu suchen. Bevor ich. Weil ich so Dingens runtergraben sehe ich noch nicht ein. Ich will noch ein bisschen oben chillen. Ja, wäre vielleicht auch eine gute Idee von mir gewesen jetzt. Jo, hier oben, Alter, hier ist chillig. Aber ich weiß nicht, ob ich hier Eisen finde, aber hier ist oben ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Da wirst du, das sehe ich eine Höhle. Vielleicht bringt diese Höhle mir ja noch ein bisschen mehr und ich brauche dringend Essen. Okay. Mann, was? Ich hasse es, wenn mein Inventory so unaufgeräumt ist. Das ist echt scheiße. Hey, YOLO, Alter. Ja, YOLO. So, ich mach mir. Toll, diese Höhle Ja. geht nur. Oh, da ist ein Zombie. Oh, direkt schon das erste Monster. Zwei sogar. Boah, ich bin hier aber. Yes, Eisen. Okay, er hat das erste Eisen gefunden in der ersten Folge. Das ist natürlich krass. Ich habe dafür viel mehr Holz als du wahrscheinlich. Wie viel hast du denn? Viel zu viel. Warte. Okay. Ich habe, glaube Ja, ich, viel fast zu viel, über einen sagst Stack, du das? Alter. Über einen Stack knapp. Boah. Ja, damit ich unten halt keine Probleme mit Holz habe. Ich habe zwar schon Probleme mit Essen, aber egal. Oh shit, Essen, ey. Ich hätte die Hühner killen sollen. Hast du die nicht gekillt? Bist du behindert? Nein. Ich hab's Alter. vergessen. Okay. Eigentlich Ja. sollte ich meine Holzspitzhacke mal wegschmeißen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. So, ich mache mir Okay, erstmal hast ein paar du vorbei oder was? Fackeln. Und noch ein Ofen, wäre nice. Einfach schon mal aus Prinzip, damit ich mein Essen auch dann braten kann. So, und hier ist unsere erste Base. Wir suchen jetzt mal nach. Habe ich von den Zombies Fleisch bekommen? Yo, also das heißt, ich kann mich erstmal mit Zombiefleisch über der Scheiße halten. Und ja. Würde ich Ja. sagen. Ja. Jetzt Ja, noch mehr Eisen. gut. Oh, das ist gut. Bisschen Eisen hier. Ich will noch nicht nach unten gehen. Ich brauche noch Essen. Vorher gehe ich nicht nach unten. Ja, ist auch schlauer, das zu machen, weil hätte ich vielleicht auch mal besser machen sollen. Weil irgendwann kannst du nicht mehr sprinten, das ist dann echt voll die Scheiße. Ja, wenn man nicht mehr sprinten kann, dann ist natürlich alles im Arsch. Oh, was ist das? Smaragd?
Ah, das kann ich noch nicht abbauen. Kacke. Yes, ich habe irgendeine Mine gefunden. Oh, fuck, so viel Lava. Oha, krass, bei ihm läuft schon mal hart, aber dafür. Und Lapislazuli, alles hier. Boah. Fett. What the hell? Fett bei dir. Ja, okay, fetter Loot, aber bringt Scheiße, mir da ist ein Creeper. Oh nee! Lauf! Scheiße, Mann. Der Schwede, was? der fickt Du mich. hast schon Creeper gefunden? Ja, ein Er hat Creeper. einfach schon Creeper gefunden. Kannst du gerne auch Boah. sehen. War schön aus der Entfernung, weil ich hätte keinen Bock, dem in die Arme zu laufen. Das ist jetzt nicht so lustig. Okay, hab jetzt nicht mehr laufen, springen oder irgendwie sich bewegen am besten. Das ist immer ganz cool. Oh ja, das ist wichtig. Warte mal, Ja. habe ich Kies? Hab ich. Ja, ich habe Zink. Moment, dann mache ich hier mal diese Taktik hier, die Jonas mir mal gezeigt hat. Das ist aber eine Taktik, die jeder kennt, wollte ich nur sagen. Also genau nur. Ja, und die sollte man auch eigentlich kennen. Ja, das ist die nächste Sache. Ich baue mich einfach mal runter, YOLO-Molo-mäßig. Ich hoffe, dass ich Also auf was jetzt baust du stoße. dich runter, ne? Ja. Ich habe so, mir so gedacht, Okay. nee, kein Bock. Yes, okay, wenigstens einen Teil, dann kann ich mir jetzt schon mal ein Feuerzeug machen. Das bringt's auch, weil dann brauchst du die Tiere nicht Okay, braten, sondern sie warte, einfach. kurze Pause einmal. Einmal kurz Okay, also pausieren. Aufnahme beenden, Ja, ne? genau. Jo Leute, dann würde ich Dann. sagen, wenn euch die erste Folge von 101 gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da, schaut auch bei Kai vorbei und ja, wenn ihr Dingens wollt, dass wir auf hart spielen, dann schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao! Jo, ciao.